Herzlich willkommen Sportwetten Freunde zu Sportwetten Lifestyle. Ja, ich befinde mich hier vor der Mercedes-Benz Arena und ich habe mir gedacht, ich nehme ein kurzes Video auf und gebe meine Prognose und meinen Tipp ab zum kommenden Spiel zwischen VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim. Ja, der Absteiger aus der ersten Bundesliga trifft am Freitag auf Heidenheim, die ja schon eine Weile in der zweiten Liga vertreten sind und die Rolle ganz gut eingenommen haben. In die Saison sind beide Teams gut gestartet, kann man sagen. VfB mit 2 Siegen, einer Niederlage. Ein Heimspielsieg gab es bis jetzt hier in der Mercedes-Benz Arena hinter mir gegen St. Pauli am ersten Spieltag. Und Heidenheim hat ein Spiel gewonnen, ein Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto. Es wird ein spannendes Spiel, denke ich, in dem ja für mich der VfB Stuttgart schon der Favorit ist. Natürlich, dementsprechend sind auch die Quoten 1,68 durchschnittlich, bekommt man eine Quote für den Sieg auf den VfB Stuttgart. Ja, beide Mannschaften werden in Bestbesetzung auftreten. Beim VfB Stuttgart hat Kevin Großkreuz das Aufbautraining wieder aufgenommen, allerdings ist die Rückkehr unbekannt, deshalb ich glaube nicht, dass er am Freitag mitspielen wird. Ansonsten Heidenheim tritt wie auch letzte Woche in Bestbesetzung auf. Jetzt in der Länderspielpause hatte Heidenheim ein Freundschaftsspiel gegen Jahn Regensburg, das 2:1 gewonnen wurde. Allerdings hat dort Kapitän Schnatterer und Tomala nicht gespielt. Der VfB hatte kein Testspiel, aber ich denke mal, das Training lief auch soweit ganz gewöhnlich. Und deshalb ja, sind beide Mannschaften bereit für das Spiel am 4. Spieltag der 2. Bundesliga. Hier seht ihr hinter mir, wie gesagt, die Mercedes-Benz Arena. Und mein Tipp lautet auf jeden Fall, der VfB Stuttgart gewinnt dieses Spiel. Die Quote liegt durchschnittlich, wie bereits erwähnt, bei 1,68. Und diesen Tipp gehe ich ein mit 3 von 10 Einheiten. Ihr könnt das gerne nachspielen. Und wir werden natürlich sehen dann, ob das Spiel so endet, wie ich es voraussage. Ja, das war's auch schon. Sehr kurzes und knappes Video. Trotzdem hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Wenn das der Fall war, dann gib mir einfach einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal für weitere Videos. Und wenn du weitere Sportwetten-Tipps haben willst, klick einfach unter diesem Video in die Beschreibung. Dort findest du auch die Statistiken der letzten vergangenen Monate und kannst dich als Premium-Mitglied anmelden. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, alles Gute, ciao!